Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Beta 2.2 ist heute gestartet am 20. September und wir schauen gemeinsam mal rein, was es so Neues gibt. Ich habe mir noch nicht alles Neues angeschaut, aber wir fliegen gerade zusammen nach Jameson Memorial und zwar finden wir dort hoffentlich den Beluga-Liner, den ich mir mal anschauen möchte. Das neue große Raumschiff, was dann auch für die Passagiere hauptsächlich wohl zuständig sein soll oder halt ein neues Raumschiff, was dafür genutzt werden kann. Und das soll auch ganz nett aussehen, so wie ich das im Vorhinein schon mal über einen Trailer gesehen habe. Ich glaube, so eine Teaser-Trailer gab es immer mal von der Games Convention zu den neuen Sachen für 2.2 Guardians. Und ja, schauen wir gleich mal rein. Eins vorweg, ich hatte gerade tierische Probleme, hier überhaupt eine Aufnahme an den Start zu kriegen. Lag einmal daran, dass das Spiel direkt dreimal abgestürzt ist. Nicht nur das, es hat mir den kompletten Rechner ausgeschaltet. Punkt 1 lag daran, dass ich Super Sampling auf zweimal, also zweifach gestellt hatte, was die Temperatur der Grafikkarte enorm nach oben trieb und einfach nicht aufhören wollte. Warum auch immer, keine Ahnung. Dann hatte ich es auf anderthalbfach gestellt. Selbes Problem, jetzt habe ich auf einfach gestellt und ich hoffe, es funktioniert jetzt und die Kiste schmiert mir nicht mehr ab. Ich hatte schon gelesen, einige hatten Probleme hier mit der Systemkarte. Die funktioniert tatsächlich. Ich hoffe, es kackt jetzt danach nicht wieder ab. So, da ist er. Das geht. Auch Galaxie Map geht. Und ich musste jetzt aber eine Weile herfliegen. Ich war irgendwo ganz anders unterwegs. Fragt mich nicht mehr, warum, wieso, weshalb. Ich glaube, wegen einem Community-Event bin ich mal weggeflogen. Und hatte mal... Oh. Da sehen wir. Direkt vergessen, Landeerlaubnis einzuholen. So, jedenfalls, wenn wir jetzt eine Route plotten über die Galaxie Map und das Spiel geht aus oder ihr startet das Spiel neu oder wie auch immer, dann behält er die Route bei. Das fand ich ganz geil. Also ich bin ja dann, weil das Spiel abgestürzt ist beim ersten Mal, bin ich dann wieder rein ins Spiel, in die Galaxie Map, weil ich ja die Route neu plotten wollte. Aber die war noch vorhanden, das hat es gespeichert. Fand ich ganz nett. So, Fahrwerk auch noch ausfahren. Und dann kann ich ja endlich mal wieder landen. Nach einigen Wochen, muss ich sagen. Ich habe das Spiel lange nicht angerührt. Und wundert euch nicht, rechts unten stehen noch 57. Das ist die Frames-Anzeige von Shadowplay. Jetzt weiß ich nicht, ob es vielleicht auch an Shadowplay lag, denn da gab es ein Update und Shadowplay funktioniert aber gerade nicht. Ich kann das nicht einstellen, dass die Frames nicht mehr unten rechts angezeigt werden. Ich nehme es nämlich gerade mit Fraps auf, denn falls mir die Aufnahme abkackt und der Rechner wieder ausgeht, wie die letzten dreimal, würde Shadowplay die MP4-Datei kaputt machen und ich könnte die nicht gebrauchen, die gesamte Aufnahme nicht. Deswegen nehme ich es jetzt mit Fraps auf, aber rechts unten sind noch die Frames. Ich kann die gerade nicht ausblenden, weil Shadowplay ein Update hatte und ich nicht in das Menü reinkomme. Keine Ahnung, was da los ist. So, wir sehen schon mal die Oberfläche, wenn wir hier angekommen sind. Das ist alles ein bisschen neu, da sieht alles ein bisschen anders aus. Hier oben links jetzt Warnmarkt, schwarzes Brett, Passagier-Lounge, Kontakte, Universal Cartographics. Warum sie das noch nicht eingedeutscht haben, weiß ich nicht. Die haben ja mittlerweile alles 10-mal anders eingedeutscht und die Crew-Lounge haben wir hier. Rechts jetzt dafür die Ausrüstung, Werft und die erweiterte Wartung. Können wir mal reinschauen, reparieren, auffüllen, Treibstofflager haben gibt es hier. Und hier rechts unten direkt die Lackierung. Okay, da fährt jetzt tatsächlich doch nochmal runter. Na gut, ja. Es gibt dann auch hier immer mal so neue Ausrüstungsstocks. Das sehen wir vielleicht gleich, wenn wir Glück haben. Denn hier im Jameson Memorial, da müsste es jedes Schiff geben, nach wie vor. Und mal schauen, da es ja eine Beta ist, sind die Preise immer ein bisschen anders. Schauen wir uns gleich mal an. Ja, jedenfalls kann man jetzt direkt zur Lackierung kommen. Das wollte ich so jetzt gar nicht nochmal demonstrieren. So, dann schauen wir doch mal in die Werft. Und ja, 30 Schiffe, eingelagerte Schiffe. Habe ich hier noch eine Diamondback Explorer und der Schiffstransfer ist auch schon vorhanden. So, da sehen wir jetzt, wo meine Schiffe stehen und wie viele Minuten oder vielleicht auch Stunden. Die sind alle relativ gleich weit weg, deswegen hier zwischen 20 und 27 Minuten, hier 23, 25. Und je nach Entfernung und Größe der Schiffs kostet es halt mehr, ne? Hier die Anaconda würde 20 Minuten dauern, 120.000, 27 Minuten die Cutter. Pass mal auf, ich mache das jetzt aus Spaß einfach mal. Transferoption.
Ich kann das Schiff jetzt auch hier verkaufen. Oh, das ist aber nett. Das ist eine geile Sache. Das ist super. Da muss ich nämlich nicht mehr die ganzen kleinen Zeitwinder so verkaufen, die ich noch stehen hatte, bevor es die Lesezeichen mal gab. So, dann kann ich das direkt hier machen. Wir können die uns auch mal herholen. Ich mach das mal. Ah, eine Warntafel, die mir ansagt, dass es eine Warntafel ist. Danke. Hm, ist egal. So, kann ich gleichzeitig noch die Anaconda herholen? Das ist aber nett. Da kann ich mir mal alle herholen, ne? Vielleicht noch die Python? Komm, ich hole jetzt einfach mal drei Schiffe hierher. Dauert 20 Minuten. Das ist aber gut, dass man da mehrere machen kann. Und genau so, ich hatte mich da nicht eingemischt mit in die Debatte, wie das mal vonstatten gehen soll wegen dem Schiffstransfer. Ob das sofort geschieht, ohne Kosten, mit hohen Kosten oder ob das eine gewisse Zeit dauert, aber trotzdem mit Kosten. Genau so, wie sie es jetzt gemacht haben, finde ich es vollkommen in Ordnung. Und ich bin mir nicht sicher, ach komm, die Corvette holen wir auch noch her, bin mir nicht sicher, ob das die Preise sind, die letztendlich so ins Spiel kommen. Denn Beta-Preise sind immer ein bisschen anders. Schauen wir mal, ne? Hier die Schiffe jetzt, die ich hier kaufen kann, das ist wieder bloß 10% vom eigentlichen Verkaufspreis oder Einkaufspreis. Hier, das ist der Beluga-Liner, der wird dann wahrscheinlich so um die 75 Millionen kosten. Hier in der Faunus World gibt es nochmal 10% Rabatt, also irgendwas um die 80 Millionen vielleicht. Ja, nach wie vor diese, naja, recht spartanischen orangenen Bildchen kaufen wir direkt mal. Aktuelles Einlagern. Nee, ach Quatsch. Ja, ist egal. Ist bloß eine Hauler, die ich jetzt zum Übersetzen gekauft hatte. Machen wir jetzt mal. Lagern wir sie ein, ist jetzt auch nicht schlimm. So, Beluga-Liner. Bauen wir uns mal zurecht. Einfach so ein paar Sachen reinbauen. So, und ich hoffe. Aha. Ah, okay. Ich bin irgendwo am Sirius-System anscheinend vorbeigekommen, wofür ich keine Berechtigung habe. So, ein paar sind auch online. Ja. Ach super, hier ist die Außenkamera. Ah, die haben sie jetzt woanders hingesetzt. Sehr gut. Nicht wundern, also das Spiel macht maximal 57 Frames bei mir. Ich habe keine Ahnung warum. Es ist mir unbegreiflich. So, das ist das Ding. An sich, das Cockpit und so weiter gefällt mir saugut. Also von außen jetzt. Ich habe von innen drin gerade gar nicht richtig drauf geachtet. Sehr gut, aber diese kleinen Stummelchen hier, das wirkt ein bisschen, naja. Ich meine, da ist auch nicht mehr viel Platz, muss man dazu sagen. Das Schiff an sich ist halt sehr, geh mal wieder rein, sehr wuchtig. Ne? Guck mal hier links, da ist viel Platz, rechts auch nochmal dasselbe an Platz. Hinter uns kommt dann Kaffeemaschine, Toilette und so weiter. Da wird auch nochmal eine ganze Menge Platz sein. Und hat das Schiff schon Inventar? 44 Kapazität hätte das. Und hier unten sind jetzt auch die Kabinen. Guck mal hier. 0 von 16, 0 von 16, 0 von 4. Hat also schon Kabinen. Auch da wieder fehlt die richtige Übersetzung. Das ist ja oft so in den Betas. Okay, dann schauen wir doch mal in die Ausrüstung rein, was wir hier so bauen können. Okay. Aufhängung hat zwei ganz kleine Impulslaser bloß drin. Hm, okay. Werkzeugsteckplätze. Da baue ich mir direkt mal ein paar Sachen rein. Zum Beispiel hier meine Lieblingsdüppelwerfer. Was? Ah ja. Was ist. Warum? Warum haben einige Betas immer wieder einige Sachen nicht an Übersetzung, die es eigentlich schon im Hauptspiel geht? Das ist das Geheimnis, was Frontier wahrscheinlich für sich behält. Ach komm, einer reicht. Na wohl. Warte mal, oben. Ist das unten? Da brauche ich mal hier noch einen zweiten rein. Ist auch egal eigentlich. Kauf, Kauf. Okay. So. Gibt es für die auch schon die Black Friday Lackierung? Ne, gibt es nicht. Vielleicht dann im fertigen Spiel. Ich weiß nicht, ob es auch die Black Friday Lackierung diesmal umsonst gab. Für alle Schiffe. Ob es die dann auch für neue Schiffe gibt, die jetzt rauskommen. Wie zum Beispiel in den Beluga Liner. Kann ich nicht sagen. So, intern Basis. Ein 6er Kraftwerk, 7er Schubdüsen, 7er Frameshift-Antrieb, 8er Lebenserhaltung.
Achso, die gibt es ja bloß als 8, alles klar. So, pass mal auf, ich baue jetzt hier mal ein paar D-Komponenten rein, um einfach mal zu sehen, wie weit das Ding dann auch springen kann. Ich mache das jetzt mal recht, warte. Hoch bis niedrig, genau. Ich mache das jetzt mal recht flott, damit es hier nicht zu viel Zeit dauert. Oh Gott, das ist ja ein Wirrwarr an Buchstaben, die mir das Spiel hier gerade vorsetzt. So. So, der Frameshift-Antrieb. Kommen wir schon mal auf 22 Lichtjahre. Lebenshaltung, die ist ja schon drin. Energieverteiler, wie gesagt, ganz flott bloß. Zack. Wobei, warte mal. 22. Ja, das macht ja nicht viel aus. Ach Quatsch. Ich bin blöd. Nee. Passt. Ich werde gleich nochmal was anderes austauschen. So. Und zwar die Schubdüsen. Da werde ich doch andere nehmen. Von 22,7 auf 22. Da nehme ich mal die 7A-Schubdüsen, damit sich das Ding auch ein bisschen steuert. Sehen aus wie Raketen hier, die Schubdüsen. Naja. Okay, Schotten gibt's auch, ne? Oh. Ach genau. Die gespiegelten Oberflächen. Brauchen wir jetzt hier nicht. Das ist okay. Treibstofftank, ein 5er. 32 Kapazität. Gar nicht so schlecht. So, optional. Das ist hier ein 6. Ui, hat einige Kabinen, ne? Ein 6er Schildgenerator. Ach Gott. Ah, warte mal. Ah, hier ist verkaufen. So, weg damit. Ja. Gibt es einen 3er Schildgenerator für das Teil? Kann ich mir kaum vorstellen. Ah. Kriege ich jetzt hier nicht rein. Dann bauen wir mal einen 4er rein. Wenn das geht. 5. Also in die... Hier kann ich bloß Frachtgestelle, Passagierkabinen und Rumpfhüllenverstärkung einbauen. Echt? Wenn ich das verkaufe? Okay, tatsächlich. Komm hier in Luxuskabine. Gibt's auch First Class Kabinen. Gibt's da einen Unterschied? Weiß ich nicht. Durch das Wirrwarr, was mir hier jetzt angezeigt wird. 6D Business Kabine. 6C First Class gibt's auch. Ah. Muss ich also zwischen Economy, First Class und Business Class und Luxus unterscheiden. Aha. So, warte mal, ich baue mal hier oben den Schildgenerator wieder rein. So, ja, ist okay. Und hier unten kann ich da auch wieder... ja, okay, hier gibt es auch Passagierkabinen. Weiß jetzt nicht, was davon jetzt am sinnvollsten wäre, da schauen wir uns gleich mal an. Diese Passagierteile. Geht hier gar nicht mehr, okay. Also dann sind hier, warte mal, an dem Frachtgestell, das kann ich aber noch tauschen, ne? Fighter Hangar.
Na, das schauen wir uns vielleicht später mal an. Da brauche ich ja nochmal so eine First-Class-Kabine rein. Dann hätten wir First Class 8. Hier nochmal 2, 10 First Class. Aufklärungsscanner. Kann man natürlich mitnehmen, ne? Aufklärungsscanner. Auf jeden Fall vielleicht, ja, weiß nicht, ob hier ein Treibstoffsammler sinnvoll ist. Weiß ich gar nicht. Ja, Änderung an Modulen, alles klar. Das passt aber soweit. Das ist jetzt hier kein Optimum, ne? Ihr wisst bloß ganz schnell. Ach, guck mal, werden die uns alle angezeigt. Ach Gott, Mensch. Dann wenigstens eine englische Beschreibung dafür. Und nicht diese, weiß ich nicht, aus welcher Textdatei die Beschreibung sind. Oder die Bezeichnung. So, ich zeig mal ganz kurz die Crew Lounge. Die hatte ich vorhin mal welche gekauft. Experte steht hier. Das sind die ganz teuren für 150.000 rechts unten. Da kann man dann auswählen zwischen... Warte mal, ich hau mal einen raus. Zwischen harmlos, zumeist harmlos, Neuling, kompetent und Experte. Ach, guck mal, das steht sogar in Deutsch da. Ich habe beim Kartenspiel eine alte Cobra MK2 gewonnen. Nach einer Woche kam ich mit ihr klar. Der Rest ist Geschichte. Der Bürgerkrieg hat alles vernichtet, was mir etwas bedeutete. Ich musste das alles hinter mir lassen und einen Neuanfang wagen. Ich war Teil einer Hilfstruppe, die Freiheitskämpfer in einem Bürgerkrieg entlassen sollte. Die Freiheitskämpfer. Naja, jedenfalls so eine kleine Geschichte ist immer noch dabei. Und Gewinnanteil. Okay. Die kriegen dann auch irgendwie mehr Gewinnanteil. Jedenfalls sind da zwei drin, die man wahrscheinlich dann für die kleinen Fighter nehmen kann. Ne? Hier kein Hangar-Dingens, kein Fighter-Hangar installiert. Das machen wir dann mal vielleicht mit der, weiß ich nicht, Corvette. Mal schauen. So, Passagier-Lounge. Bitte warten. 12,5 Millionen. Kann ich nicht annehmen. Brauche ich wohlgesinnt. Alter, was? 12,5 Millionen oder wie? Warte mal. Jux Visitor Beacon. Das ist aber nicht Jux Station dort auf halbem Weg zum... Doch, tatsächlich... System Colonia. 22.000 Lichtjahre. Ja, ist klar. Vergiss es. So, was können wir denn annehmen? Ach du meine Güte, das ist aber alles weit weg. Das sind bloß 14 Lichtjahre für 252.000. Fliegen Sie zur Siedlung Grapes Folly im System LTT 4487. Okay, habe ich jetzt welche dabei oder wie? Es ist halt ein bisschen unübersichtlich. 14 von 16, okay. Steht ja auch schon dahinter, wie weit das ist, ne? Ja, gut. Okay, pass mal auf, wir nehmen die jetzt mal mit. Düsen da mal hin. Wir können ja mal hier drüben hinschauen. Kann ich jetzt von hier nochmal direkt die Galaxiekarte aufrufen? Da sollen wir hin. Kaufe ich mal die Daten, damit ich auf die Systemkarte zugreifen kann. Das ist ja geil. Ach, ich hau mich weg. Oh, das ist aber nett, dass man die Oberfläche jetzt sieht. Oh, super. Das hat mich jetzt überrascht. Na, das ist ja geil. Ha, gibt noch was anderes Schönes. Zeige ich euch gleich, wenn wir den Hyperraumsprung betreten. Hä, hey, das ist ja super. So, warte mal. Lichttest. Ja, nicht mehr ganz so aggressiv, wenn ich die anschalte. Da hat es einen ja vorher direkt mal alles weggeblendet. Gibt jetzt auch andere Stationen, die ein bisschen anders aussehen, als hier zum Beispiel die Founders World oder diese ganz weißen. Gibt doch welche, die da ein bisschen dunkler sind. So. Und ab dafür. Stra
Strafe, rücksichtsloses Fliegen. Was? Was habe ich denn? Habe ich da ein Schiff berührt unter mir oder so? Habe ich nicht gesehen. Wer weiß. So, also im Boost komme ich jetzt hier auf... Oh, geht aber, ne? 280, 290 wahrscheinlich. 297. Joa, gar nicht schlecht. Das Mist hier oben löschen. Ach genau. Greetings, Commanders. Oh, die Server gehen in 5 Minuten runter. Warum nur? Na, ist ja nicht so schlimm, wir schaffen das noch dahin. Springen wir in einem Sprung. Und dann sehen wir da oben schon die Entfernung von dem System, mittlere Sicherheit und wir sind wahrscheinlich als sauber deklariert. Jetzt passt mal auf, was gleich passiert, wenn die Zeit abgelaufen ist. Zack, sieht alles ein bisschen geiler aus, oder? So viel wuchtiger, viel größer, wenn man den Hyperraumsprung betritt. War ich ein bisschen überrascht vor und hat mir sehr gut gefallen. Also ist eine schöne Änderung. Und wir befinden uns im Tunnel. Dauert natürlich auch ein paar Sekunden, die 14 Lichtjahre zu reisen. Liebe Passagiere, Getränke werden vor Ort verteilt. So, vor uns sehen Sie einen Stern der Klasse G. 10.000 Grad heiß. So. Ach du meine Güte, 1.700 Lichtsekunden. Ja, müssten wir packen. Können wir uns in der Zeit noch was anderes anschauen? Moment. Das hier unten, das ist... das System hier unten auch ein bisschen neu gemacht. Alle Steuer. Wahrscheinlich, wenn ich hier noch eine Fighter-Kabine drin habe, wird mir da noch was anderes angezeigt. Hier wird noch ein Fighter angezeigt. Das SAV habe ich jetzt hier nicht dabei und die Crew. Hier sind die beiden Leuten. Die beiden Leute. Leuten. Leute. Ach, guck mal, die sind Experte. Die können auch aufleveln, sehe ich gerade. Da ist eine Leiste. Das ist ja nett. Ja, schauen wir dann uns in einem anderen Video an. Kann ich... Ja, muss ich mal gucken, ob ich es nachher noch aufnehmen kann. Wenn die Server wieder hochfahren in 3 Minuten. Das packen wir. Kommt. Kriegen wir noch irgendwie hin. Möchte wenigstens nochmal landen. Mal schauen, ob sich da beim Landeanflug irgendwas verändert hat. Das waren jetzt aber schnelle 2 Minuten, oder? Nee, haut hin. Aber ich bin froh. Das Spiel macht immerhin mit. Ich bin jetzt auch im Einzelspielermodus. Kann auch sein, dass es abgestürzt ist, weil ich vorher im... Gruppenmodus war, also in der privaten Gruppe von EliteDangerous.de. Weiß ich nicht. Ich vermute, es lag am Supersampling. Wie gesagt, bei zweifachem Supersampling, wodurch man dann übrigens das Anti-Lasing ausstellen kann. Das bringt dann keinen merklichen Effekt mehr, weil dann die eigene Hochskalierung vom Spiel so hoch ist, dass du eh kaum Treppchen hast. Ich versuch's mal mit der DSR-Funktion, die Nvidia an sich bietet. Warte mal, ich könnte doch eigentlich... Mache ich jetzt nicht während der Aufnahme, da kackt mir hier alles ab, wenn ich das mache. Ich probiere es bloß mal ganz kurz, solange wie das Spiel noch geht. Ich könnte direkt die 4K wählen. Probiere ich mal, wenn das Spiel nachher wieder kommt. Ach komm, 1 Minute. Ey, das waren jetzt... Fuck. Das werden wir nicht mal packen. Ah, das ist aber schade. Na, wir probieren es trotzdem. Hauen die uns hier raus. Während der Aufnahme, das geht eigentlich nicht. Mal schauen, ob der Planet jetzt auch so aussieht, wie er uns vorhin... versprochen wurde in der Systemkarte, aber das finde ich wirklich super. Das war immer so eine Sache, wo ich mir dachte, alle Planeten sehen sie relativ gleich aus. Ja, da macht auch so den Eindruck, ne? Das sieht auch so aus. Schön. Ich weiß jetzt nicht, ob die Rillen auch übereinstimmen. Müsste man mal hier anhalten und dann schauen, aber ich glaube, das kommt ganz gut hin, ne? Ich muss auch sagen, macht wieder ein bisschen Spaß, hier rumzufliegen. So, mal gucken, ob wir hier noch irgendwie nah rankommen. Kann sein, dass es uns währenddessen jetzt einfach raushaut. Bin ich zu schnell? Ich bin zu schnell. Sorry. Na, fuck. Gut, also die 28 Kilometer packen wir jetzt nicht mehr in der halben Minute, die wir wahrscheinlich noch haben. Spiel wird mich gleich rausschmeißen. Jedenfalls ist dort vorne das Ziel. Ich hoffe, den ist jetzt nicht übel da hinten drin in ihrer Luxuskabine. Kotztüten müssten bereit liegen.
Netter Planet, ne? Gefällt mir. Mal gucken, wie nah wir noch rankommen. Sind ja bloß noch 21 Kilometer. Welche Gegenkräfte haben wir denn? 0,1. Boah. Das wäre ganz entspannt. Ja, sonst so viel andere neue Sachen. Hatte ich bisher noch nicht feststellen können. Ich habe es halt selber, wie gesagt, lange, lange nicht gespielt. 2,5 Stunden noch Zeit. Muss ich da landen, damit die das raffen, dass wir hier sind? Oder muss ich da bloß einmal vorbeidüsen? So eine Imperial Eagle mit 500 Sachen einfach einmal über den Zielort drüber gefegt. Zack, hier ist es. Und ab dafür. Oh, davon sehen wir schon ein Schiff kreisen. Da kommt doch eine fette Anaconda an da unten. Da. Eigentlich ist die Minute schon lang rum. Also es könnte sein, dass es mich bei der nächsten Aktion, die ich hier mache, jetzt zum Beispiel so ein Landeanflug, dass es mich dann raushaut. Geht. Okay. Gut. Wir landen noch und dann beende ich mal. Ja, an sich fliegt sich's echt gut. Leicht schwerfällig beim links und rechts, aber ist okay, also geht. Ah, sehr schön. Fahrwerk noch. Ich hätte mir aber aus Spaß meinen Landecomputer einbauen können. So, muss ich jetzt hier landen, damit die zufrieden sind, oder? Wundert mich, dass wir noch im Spiel sind. Ja, ja. Hier wollte ich rein. Muss ich hier was machen? Belohnung beanspruchen. Ach, das war schon. Das ging. Also für das Geld gar nicht verkehrt, ne? Steigt sogar mal der Einfluss in der Faunus World. Okay, gut. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das war es erstmal jetzt für die erste Folge. Ich freue mich wieder ein bisschen dabei zu sein. Und ja, viel Spaß noch selber vielleicht mit der Beta. Schreibt mir ruhig eure Erkenntnisse, eure Erfahrungen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Beta-Folge wieder. Ich bedanke mich. Schönen Tag noch und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.